einzuschlagen. Etwa ein Warenhaus oder eine Kathedrale oder mich selbst. Oder einigen Vertretern der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen. Ich kann weder in einem Theater noch in einem Kino lange aushalten. Kann kaum eine Zeitung lesen, selten ein modernes Buch. Ich kann nicht verstehen, welche Lust und Freude es ist, die die Menschen in den überfüllten Eisenbahnen und Hotels, in den überfüllten Cafés, bei schwüler, aufdringlicher Musik, in den Bars und Varietés der eleganten Luxusstädte suchen, in den Weltausstellungen, auf den Korsos, den Vorträgen für Bildungsdurstige, auf den großen Sportplätzen. Ich kann alle diese Freuden, die mir ja erreichbar wären, um die tausend andere sich mühen und drängen, nicht verstehen, nicht teilen. Was für mich Wonne, Erlebnis, Ekstase und Erhebung ist, das kennt und sucht und liebt die Welt höchstens in Dichtungen. Im Leben findet sie es verrückt.